Und jetzt willkommen bei Boggy-Kanal. Ja, die Folge geht weiter. Ja, ohne Geld, ohne alles. Mal gucken. Ich habe ein bisschen weiß gemacht. Vielleicht sieht das Geld. Ich habe von meinem alten Hof noch bekommen. Den Schneidwerk hier zum Mähen. Den habe ich bekommen. Und ganz vergessen, von der Stadt habe ich sowas hier Neues bekommen in der Stadt zum Verkaufen Produkte, dass wir ein bisschen Bonus kommen, hat er gesagt. Haben die mir von der Stadt gegeben zusätzlich, deswegen haben wir ein bisschen Bonus gekriegt. Ich habe ganz vergessen, dass ich den, kann ich euch zeigen, warte mal kurz, wo ist das? Mais Lichter geholt, dahin liegen lassen hab. Der hat mir noch mal gesagt, du hast noch auf deinem alten Hof noch dein Gebiss gehabt. Ich bezahle ihn dir, hat er mir bezahlt. Ich habe mir neu gekauft dafür, komplett neuen Gebiss. Also können wir auch Aufträge jetzt machen mit Gebiss. Deswegen werden wir auch den nehmen, ohne Geräte, einmal den aktivieren und die Welt 18, weiß ich noch nicht, bin ich überlegen. Hier, der hätte mir gut gepasst, aber der zählt mir mehr, aber Problem ist, ich habe der hätte mir uns jetzt in den Karten gespielt, komplett. Wäre geil, aber was soll's. Wir werden auf Welt erstmal. Es wird gespeichert. Danke dafür, das Spiel. Welt 8. Welt 8 ist. Hier vorne sofort am Hof. Das ist sehr gut. Deswegen. Deswegen muss ich Glück haben, dass wir das hingekriegt haben und deswegen war es so gut, dass wir das jetzt hingekriegt haben. Wir gucken, dass wir jetzt schnell den Gebiss hier nehmen. Schnell den Gebiss nehmen. Fett 8 zu mähen, wäre geil. Wir müssen nur gucken, dass wir die Nacht überspringen können. Also, das war geil, dass er nochmal zu uns gekommen ist und uns gesagt hat, dass wir das vergessen haben. Bin ich auch froh darüber. Ich habe gedacht, ich habe den gekauft. Rübergebracht. Nein, da bin ich. Und da sieht man, wie man zusammenhält und so. Ich habe mir seinen Hof angeguckt. Sieht sehr gut aus. Der Hof von ihm. Er hat den ganzen Hof umgebaut. Er sagte, er hat 3 Wochen gebraucht dafür. Ja. Schade, dass ich hier nicht mehr bin. Aber was soll's, wir werden uns hier neu mal neu hochbauen, komplett. Deswegen ist unser Ziel, dass wir das jetzt hinkriegen können, schnell möglich, aufarbeiten, uns neue Geräte, neue Felder zu kaufen. Ich bin froh, dass er uns gegeben hat, deswegen passt es. Schön. Deswegen, ja, ich bin jetzt überlegen, dass wir neues Projekt, war mal, die Maschine ist ein bisschen zu laut, denke ich mal.
Deswegen, ich hoffe, dass ihr mich hören könnt. Deswegen, ja, und ich bin froh darüber, was es abgeht, und bin mal gespannt, wie weit wir gleich fahren müssen. Wir haben jetzt auch zwei Anhänger, also etwas besser drauf. Deswegen bin ich auch froh, dass wir hier auf der Karte gegangen sind, den Umzug gemacht haben. Jetzt habe ich hier noch eine Möglichkeit, wie ich mit der Stadt gesprochen habe. Wenn ich das Geld habe, bin ich in einem Gespräch, ja, gesprochen, aber angesprochen, sage ich mal, so rum, dass wir den Hof umbauen dürfen, beantragen darf, will. Aber der Stadt sagt, die muss man gucken, ob die Erlaubnis da genehmigt ist, wird, weil ich will den Hof umbauen auf komplett weg hier, da wo wir jetzt sind, sich komplett umbauen, wegziehen. Also das wird aber noch lange dauern, bis wir das umbauen, den Hof und alles. Weil Ziel ist, dass wir mit den Kühen anfangen wollen, aber bis dahin dauert es noch lange, sage ich mal. Weil bis wir das fertig haben, bis wir das Geld erspielt haben, wird uns sehr lange dauern, sage ich mal. Und bin ja aber froh darüber, dass es so wird. Oh. Deswegen muss man gucken, dass wir das jetzt noch schnell machen. So. Also bin ja rüber froh, ich sag mal so. Ich bin noch am Planen mit dem neuen Besitzer, der bei mir den alten Hof übernommen hat, was mit ihm zu machen. Vielleicht hält mir Glück, als Helfer bei ihm zu arbeiten, ein bisschen Geld verdienen dort bei denen. Aber das ist noch eine Planung von mir. Und ja, deswegen gucken wir, dass wir das so hinkriegen können, schnell möglich. Wäre geil. Deswegen. Sag mal so, wenn wir 10.000. Ich sag mal so, das wird jetzt schon 22%. Das ist sehr gut, dass es so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hoffe, dass wir die Nacht nicht durchziehen müssen in den Dreschen. Wäre gut, wenn wir das noch vor 20 Uhr, 22 Uhr schaffen. Wäre gut, aber da weiß ich noch nicht, ob dass es klappt. Was ich noch plane, ist ein neues Projekt auch nebenbei, aber das Projekt bleibt als Aufnahme.
bin überlegen, brauche aber für Leute, für, sag ich mal, ich hätte Bock auf EP-Projekt zu machen, muss man sagen. Aber ohne Leute wird es schwierig, EP-Projekt zu starten. Da brauche ich Leute, die oder sonntags oder samstags da sind, wo wir dann die Aufnahme dreimal eine Woche aufnehmen können oder zweimal eine Woche. Wäre geil, wenn dann machbar wäre. Aber das kriegen wir noch hin. Sag ich mal, wenn ihr Bock habt auf MP-Projekt, kommt auf mein Discord. Auf Twitch-Kanal, den ihr kennt, vielleicht. Da unten ist ein Panel mitten in mein Discord Link drin. Ich gucke, dass ich den Discord-Link unter dem Video auch noch einpacke. Wäre geil, wenn das klappen würde. Würde ich mich sehr gerne freuen drüber. Deswegen. Und ja. Aber ich glaube nicht, dass ich die Nacht. Ich glaube, ich muss die Nacht überspringen. Wie ich das sehe, muss ich überspringen und. Deswegen. Deswegen ja, bin mal gespannt. Gut, bis jetzt sind die 8000. Also wenn die Wolken so sind wie jetzt sind, wäre gut. So. Bin mal gespannt, wie das wird. Da haben wir auch gleich voll. Deswegen. Ich bin hier schon lange zu packen. Ich lasse das Licht an. Oh. Und ab geht's die Post. Nein, aber Leute, da wir weitermachen wollen und immer fertig machen. Wir müssen langsam Geld wie machen und deswegen haben wir den Gewächshaus angefangen. Ich hoffe, dass genug Truhen, Dinger, Sachen kommen, wo wir uns eigenen Feld erstellen können, kaufen können und die Geräte kaufen. Es wäre Zeit, wo wir dann endlich Zeit haben, sag ich mal, uns hochzuarbeiten. Wäre es geil, wenn das klappen würde und
Klar, das geht nicht so schnell auf einmal. Ist meine Meinung. Aber wie ihr mich kennt, bin ich einer, der das durchziehen wird. Und mehr sage ich dazu nur eins. Habt Spaß, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da. Abo kostenlos. Und ja, ihr seht, dass ich jetzt öfters live bin auf Twitch. Ich bin wieder überlegen, ob ich wieder auch auf YouTube Player live kommen soll oder nicht. Da bin ich auch nach am Überlegen, das zu machen. Denke ich mal, muss ich noch mehr überlegen, wie ich das hinkriege. Deswegen. Aber da ist er noch weit entfernt. Ja, ich war auf YouTube. YouTube hat immer Spaß gemacht. Die Multiplayer hat es immer wie Spaß gemacht, muss man sagen. Aber was soll's, müssen wir dadurch alle. Klar, wohl ein paar Leute gesagt, ich vermisse dich. Aber klar, auf Twitch ist das ein bisschen einfacher als auf YouTube. Jeder, der jetzt gegen mich geschossen hat oder ja, geschossen, sage ich schon. Jeder immer mich gesagt, ja, Bobby hat gewechselt auf Twitch, weil da spaßig ist. Ja, ich habe nicht nur gewechselt wegen das. Es hat auch was mit Respekt und Einsatz zu tun. Aber YouTube vermisse ich auch, sage ich euch so wie ist. Deswegen bin ich überlegen. Deswegen, warum mache ich die Videos? Warum will ich jetzt auf dem Kanal wieder alles kommt? Warum wohl? Deswegen alles. Deswegen bin ich überlegen, dass wir ein Projekt, Multiplayer-Projekt anstarten. Bin ich überlegen, wieder ein Multiplayer zu machen. Aber das weiß ich noch nicht, weil ihr seht, dass ich Rehbach nochmal neu gestartet habe. Und da wir auch hocharbeiten uns jetzt wollen, das wird heftig sein und deswegen. Ich glaube, ich muss den Tag überspringen, Leute. Besser ist es, weil dann sieht man besser. Nochmal überspringen jetzt schnell, weil dann haben wir besser von. Überspringen wir jetzt schnell. Desto mehr wir jetzt mehr davon machen, desto mehr wir könnten erreichen. Deswegen. Ihr seht das doch besser, dass die Schnelligkeit ist besser zu arbeiten. Deswegen werde ich jetzt so immer so um 18 Uhr, 18, 19 Uhr immer die Nacht überspringen.
deswegen. Und schreibt mal in den Chat, sollen wir mit diesem spielen oder nicht? Die Karte. Hallo. Ich will mal gucken, wie schon vorher Produktion gegangen ist. Oh! Ich glaube, da stehen Paletten drauf. Hundertprozentig. Ammo. Das weiß ich jetzt schon. Wartet mal kurz. Wir gucken mal kurz nach. Oh. Wir tun die erstmal hier rein. Haben wir die Paletten hier drin, ne? Geil. Haben wir davon, können wir mehr machen. Deswegen, wenn wir von jedem 10 Paletten haben, können wir dann nach und nach alles rausverkaufen, alle 10 Paletten. Also wäre so nice. Deswegen werden wir gucken. Der muss jetzt gleich. Der Anhänger muss auch gleich voll sein. Der nächste. Oder? Das sind 70%. Das ist so gut so. Das haben wir dann auch wieder geschafft. Also 70% haben wir schon. Deswegen kriegen wir das schnell noch hin. Ich hoffe, dass wir so um die 10. Dann gehen wir nochmal bei denen rüber und wenn wir verkaufen, dann verkaufen wir den bei denen, sag ich mal. Ja, machen wir. Ist am besten so. Also bin mal gespannt, wie das wird. Wir haben jetzt schon 76%. Wenn wir den Anhänger noch gleich wegfahren, das dauert auch noch nicht mehr lange. Deswegen komm, fahr schneller. Ich
glaube, das wird. Der Anhänger wird jetzt voll. Ja, denke ich mal. Ja, der wird jetzt voll. So. Bei Müsli-Fabrik. Müsli-Fabrik, wo ist die? Ach, ich muss hier hoch. Geil. Ist nicht weit von mir entfernt, das ist. Sag ich mal, und. Gib doch Gas. Warum fährt er so lahmarschig? Wundert mich, dass er so langsam fährt. Okay. Ich weiß jetzt nicht, das ist hier. Jetzt will ich mal gucken. 80%. 80%, genau so ist es. Sehr gut. Weiteren 80%. Ich glaube, der Anhänger wird gleich so voll sein, dass wir das wegbringen können. Also sehr gut. So. %90 schon, geil. 90, 94, 95, 96. 97%. Also wenn 97% ist, sind wir gleich hier durch. Sag ich mal. Also,
So. Aber das sind nur 3%. Also die habe ich jetzt schon drin. Das weiß ich jetzt schon. Okay, das sollte nicht passieren. Also, wenn wir das jetzt hinkriegen könnten. Dann haben wir gleich sehr gut. Deswegen sieht schon besser aus und muss man so sagen, dass wir langsam, langsam vorankommen und ich will noch mit Stadt reden, ob die mir Kredit aufnehmen, Kredit, ja, so einen kleinen Bonusgeld geben könnten wegen Ladewagen, Rasenmähergeräte und sowas, um die, sag mal, 100.000 zu bekommen. 100.000 nicht, 200.000 Minimum, 200, 300, sag mal 300, 450.000 für die Geräte. Wäre geil, wir Rasenmähen und alles. Da hatten wir auch Missionen gemacht, dass wir eigene Geräte hätten, sag ich mal, und deswegen sage ich ja nur eins. Ich hasse die Reklame, die dazwischen ist, bei dem Mucke. Deswegen. Bin jetzt gespannt. Also es werden nicht so viel Geld sein, aber jetzt erstmal zum Hof. Also sind wir nicht weit vom Hof entfernt. Muss man sagen. Also ah, hier kann ich nicht rein tun, hey. Bin ich auch da. Bock erstmal da rein. So, dann machen wir das jetzt zu Ende, die Mission, und dann gucken. So. Wir fahren jetzt mal mit den anderen da hoch. Also bin mal gespannt. Es sind nur 5.000.
ja, Notfall hätte ich vielleicht bei mir einpacken können, aber... So. Komm, mit dem Gas. Ich will jetzt mal gucken. Abgeschlossen. Mal gucken, dass wir das noch mehr rauskriegen. Oh, nochmal 3000. Sehr geil. Also, die Mission hat gut geholfen uns. Ich guck mal, dass die Paletten, die ich hatte, die verkaufen wir jetzt. Mal gucken, was wir da rauskriegen. Deswegen. So, mal gucken jetzt, wie wir die Paletten rausholen. Bin mal gespannt, wie wir rauskriegen. Tomaten sind in Rot, also dann. Na gut Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, würde mich sehr gerne freuen. Endlich der Projekt geht voran, wir haben endlich langsam Bonusgeld. Ich kann mal gucken, was sowas kosten würde. Der billigsten 60.000 würde kosten und 60. War mal von hier, ja, der würde uns 48 kosten, aber alles gut. Dann haben wir die hier. Okay, die hätten wir uns schon jetzt holen können. Also wäre nicht das Schlimmste. Aber wir sparen noch weiter, bis wir das zusammen haben komplett. Sagen wir um die 160.000 wäre schon klar. Deswegen wünsche euch einen schönen Tag. Genießt den Tag. Haut rein. Euer Boogie. Ciao, ciao.